Familie oder konventionell sehr kämpfen mit dem Preis, wie sie das schaffen, dass sie den Hof erneuern können, nicht nur halten, sondern nicht nur von der Substanz leben, sondern auch, dass man investieren kann, was neu machen, wo man sagt, da kann man leben. Und das ist in der Landwirtschaft überall das Schwierige, weil drum sind da viele, wir müssen Hektar zupachten und die Fläche können wir nicht vermehren. Hallo, grüß euch gut miteinander. Ihr seht, da schneide ich gerade jetzt den finalen Endschluss einer neuen Kryptiv-Serie. Da greifen, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal bin ich in einer alten Fundbox wieder mal rumgekramt. Machen wir sozusagen ein Re-Up, was damals 2017 im Blindenmarkt bei Medienfestival von Radio OptiDoc ausgestrahlt wurde. Und wie gesagt, ich bin von Klaus Geitzel eingeladen worden, da zu filmen. Und mir gefällt das Konzept, was er hat, weil er da Menschen, die was gute Ideen für die Gesellschaft haben, für das Allgemeinwohl aller, aber auch Menschen, die vielleicht ein paar Probleme haben oder Sorgen, vielleicht Hilfe brauchen, das dann. Und da ist eben auch an dem Tag der Martin Weisinger da gewesen, das war so ein Biobauer aus Frankenreit. Der Franz Leopold Hinterdorfer, ist auch ein interessanter Mensch, den habe ich damals auch im Blindenmarkt, damals 2017 kennengelernt bei diesem Medienfestival hier. Und jedenfalls interviewt der Franz Leopold Hinterdorfer da den Martin Weisinger über Biobauern und hört ein paar tolle Tipps raus für Biobauern. Aber größtenteils sieht man schon, dass der Bauer es eher schwer hat und viel Sorgen hat. Und da um Hilfe bittet. Aber ich kenne mich da nicht sehr gut aus, darum ja, habe ich mir gedacht, ja, sie dürfen bei mir natürlich auch immer eigenverantwortlich einer Ideen und so Sachen kundtun. Und hier nun mal zum Beispiel über Biobauern und ihre Sorgen. Und den Abspann noch, und kurz vorm Abspann sehen wir uns noch kurz nochmal wieder. Okay, dann. Ich hoffe, ihr interessiert euch für den Beitrag von Biobauernsatz und schreibt es vielleicht dann unten in die Kommentare eure Ideen und vielleicht Hilfe, Tipps und für Hilfe für solche Bauern wie ihn. Und gell, kann man es besser nicht so anklagen, sondern einfach, das ist ein Hilferuf. Okay, dann, bis gleich dann zum Abspann. Best! Hallo? Ja, okay. Ja. Guten Morgen an alle Zuhörer und die, was hier sind. Bin natürlich erstaunt, wie die Veranstaltung abgeht, aber ich war gestern schon hier, war ganz interessant von den Leuten her. Und ja, ich freue mich schon, wenn mir Franz Leopold die Fragen stellt und ich werde sie mit gutem Gewissen beantworten, was ich halt weiß, weil ich habe mich nicht vorbereitet, weil ich erzähle aus dem Leben. Und nicht, wenn ich was auswendig lerne. Ja, grüß dich, Martin. Wir sind Freunde. Und das, was hier ist, auf der Bühne, du bist ja nicht bewandert, mit Menschen so zu kommunizieren, Vorträge zu machen, aber es ist ein Teil deiner Aufgabe, das Wissen über Biolandwirtschaft, über Landwirtschaft, über Landwirtschaftspflege, altes Wissen wieder verfügbar zu machen. Und ich werde dich diese Dreiviertelstunde begleiten mit Fragen, was die Menschen haben können, was wir haben, was ich weiß von deinem Leben, damit du ein Bild zeichnen kannst für die Menschen, was gerade abläuft, was passiert und ja, wie die Landwirtschaft, ob es jetzt bio ist oder konventionell, das sind ja nur Worte von Firmen geschaffen, die einen Vorteil daraus beziehen, aber ein richtiger Landwirt muss das Land verstehen, muss die Zeichen der Natur lesen können. Meine Frage an dich, die erste Frage ist gleich. Wie ist dein Bezug zu deiner Natur, zu deinen Feldern, zu deinen Tieren, was du hast? Und was ist für dich dieser Inhalt,
was du machst, wenn du das Gefühl und das Gespür hast, etwas zu machen. Ja, für mich ist mal wichtig, dass man den Bezug zum Boden, zu den Tieren herstellt, nicht nur industriell. Das macht natürlich auch, aber mir ist wichtig, man hat den Bezug. Heute in der Früh war ich Schwäne füttern, habe noch Gras gemäht, weil in dem Gras ist so viel Eiweiß drinnen, was die Schwäne so schmeckt. In der Früh hast du gesagt, um welche Uhrzeit? Ja, ich habe auch gewählt, dass ich nicht mehr so, ich bin kein Frühaufsteher, aber wenn ich was vorhabe, dass ich meine Tiere versorge und mit gutem Gewissen, dass es ihnen gut geht. Und man sieht das, wenn es den Leuten gut geht und auch den Tieren. Eine Frage dazu. Du hast gesagt, in der Früh die Uhrzeit. Und warum mäht man da in der Früh das groß frisch? Oder was ist da drinnen, wenn es so zeitig ist? Drinnen ist das Gleiche, aber es geht darum, ich mähe das Gras mit der Sense. Und in der Früh ist das Tau und da kann man besser mähen. Und in dem Gras ist das Eiweiß, wenn das Gras frisch gemäht ist, ist das Eiweiß drinnen, was nur in Gras drinnen ist und in kein Kartoffel und in kein Getreide. Und darum schmeckt das so, die Schweine. Und wie soll man sagen, man sieht einfach, die gehen los drauf und stürzen sich drauf. Das ist ganz interessant zu anschauen und schmatzen und alles. Und dann sieht man einfach, dass es ihnen gut geht. Die Schmatzen von den Schwänen, da hat man das Gefühl, dass sie glücklich sind, oder? Zumindest habe ich das Gefühl, dass sie glücklich sind und dass es ihnen gut geht, weil man muss ja sagen, jeder hat da den Bereich, auch die Tiere, in den Rahmen, was ist Glück, was ist gut, das ist ja für jeden ganz was anderes. Deine Schwäne, was ich weiß, sind ja auch heraußen. Erzähl ein bisschen was, wie du das gemacht hast und wie schwierig das war für dich, dass du auch diese Schwäne bekommst, was du für die Zertifizierung da benötigst. Wie viele Züchter oder was immer da ist, gibt es und wie heikel ist diese Welt, wenn man dieses Zertifikat hat? Ja, das ist natürlich, ich muss ja sagen, Biolandwirtschaft umstellen ist ja, hört sich alles gut und schön an, aber du musst auf der Kammer beantragen, das muss mit der Amagd Austria abgesegnet werden, dann musst du eine Kontrollstelle, kannst du die aussuchen, Gott sei Dank, dann musst du alle die Auflagen, die Schweine brauchen, da sind die Quadratmeter vorgeschrieben, bei den Hühnern ist das genau dasselbe, bei den Kühen auch, Kühe habe ich nicht mehr, weil mir ist das zu zeitaufwendig, was der Erlös ist, weil da ist man sehr gebunden, das muss man wollen und bei uns im Dorf ist das auch so, wenn die Tiere freilaufen, wenn man sie auf der Weide hat und büchsen mal aus, dann sind die Leute sehr grob zu ihnen und bis zu Anzeigen und dann muss die Versicherung zahlen, weil die Kühe halt mal aus sind und das ist, ob das jeder will, ich mag das nicht, wenn man von außen gehänselt wird und sagt, ja, sperr deine Kühe ein. Und wenn aber der Trieb für die Tiere ist, wie willst du denn zähmen? Weil Strom war drin. Aber wenn die Kühe in der Fruchtbarkeit werden, dann brauchst du ja nur Leute anschauen, wenn die in ihrem Trieb sind, wie willst du die halten? Ja, wir haben die Eigenschaft, dass wir alles kontrollieren möchten und wollen. Und warum wollen wir das kontrollieren? Damit wir wissen, was dort passiert und dass ich nur das zulassen kann, was ich möchte. Dein Wissen oder deine Erfahrung, was wird denn zulassen und was wird nicht zulassen?
ja, das, was mir widerfährt, ist, wenn es wird das zugelassen, wo die Leute das denken, was in den Rahmen ist. Wenn die Leute das absägen, okay, das ist genehmigt, das passt, das wird zugelassen. Meine Schweine müssen zum Beispiel einen Auslauf haben, den habe ich so gerichtet neben den Stall, die können rein und raus gehen, wann sie wollen. Und das ist gut, weil wenn sie in der Sonne recht heiß sind, die Schweine haben Sonnenbrand bekommen. Und da haben sie schon gelernt, in der Früh ist Schatten, da gehen sie raus. Und mittags gehen sie nicht mehr raus, weil da wollen sie auch im Schatten sein, weil sie haben Sonnengebrand gehabt. Ich denke mir, es wird ihnen auch wehtun. Und darum gehen sie jetzt nicht mehr raus in der Sonne. Und letztens habe ich beobachtet, es hat geregnet, die Schweine sind im Ring gestanden, die haben sich gefreut, weil es regnet. Und wenn ich im Garten gieße, dann spritze ich sie auch mit Schlauch ab, dass sie Wasser haben. Da kennt man, da springen sie und hüpfen sie und scheinbar gefällt ihnen das, weil sie auch mal geduscht werden. Naja, sind die Schweine auch verspielt? Auf jeden Fall. Und ich denke mir öfters, man schmeißt ja was rein, wenn man Unkraut jäht im Garten und die Schweine fahren hin und schütteln den Kopf und es ist sehr gut so anzuschauen. Sie drehen sich im Kreis und springen und ich denke mir, ihnen gefällt das. Also wenn man jetzt, wenn ich das nachvollziehe, das Bild, was du jetzt gezeichnet hast, und die tut das bei mir aufbereiten. Früher, wenn man mit Menschen redet, die was einkaufen gehen, und jetzt, wenn man redet und mit Städtern spricht, die können sich ja nicht vorstellen, dass diese Schweine so sind wie wir. Immer, die freuen sich, die spülen, wenn sie fressen kriegen, dann schauen sie, wenn es regnet, dann genießen sie das auch, weil sie die Haut abpusht, wenn sie einen Sonnenbrand kriegen, sagen sie, öher, da muss ich einigen. Man hört das nicht, aber du als Biobauer, hast du ja die Aufgabe gestellt, Produkte herzustellen aus der Natur, mit der Natur. Und natürlich gehört auch das Beobachten des Verhaltens der Tiere zu, weil die Qualität, wenn das so ist, dass du das gerade sagst von den Schweinen, aber wie ist es mit den Hühnern? Ja, die Hühner sind auch ein eigenes Kapitel. Ich habe sie eingezäunt natürlich, sind in einer Graswiese, wo Bäume drinnen sind und Schatten ist. Und mir gefällt ein Huhn, Franz, du hast auch einen, die scharen immer und sind draußen und picken den ganzen Tag. Und das Witzige ist in der Natur, wenn man Küchenabfälle den Schweinen gibt, sind sie ganz, die stürzen sich auch drauf los. Und dann, das Schöne ist in der Natur, was die Schweine nicht fressen, kann ich dann in einen Kübel geben und gebe sie den Hühnern, wenn ich mit den Kübel gehe. Die Hühner kommen in Scharen, so viele, was ich habe, 30 Hühner, und die laufen her und wenn ich den Kübel ausleere, die stürzen sich darauf und fressen das alles zusammen und ich denke mir, das ist ein schöner Kreislauf, weil was das Schwein nicht mehr frisst, frisst das Huhn und dann gibt es nichts mehr. Und da ist das in einem Kreislauf, wo es nachhaltig ist und dann bleibt eigentlich nichts mehr über. Und das ist das Schöne, weil alles verwertet wird. Jetzt habe ich eine Frage. Tust du Hühner selber essen für deine Hühner-Kompanie? Nein, ich esse nicht meine Hühner, weil meine Hühner sind rein Legehühner, aber meine Hühner sind so lange am Hof, bis dass sie tot umfallen. Bis dass sie sterben, ne? Ja. So wie mir. Ja. Die Natur hat natürlich nicht nur die Hühner, sondern hat ein wildes Volk, sagen wir so, was Hühner gerne als Leibspeise betrachtet. Wie geht es da damit oder ist das bei dir nicht? Naja, muss ich sagen, voriges Jahr passt noch. Voriges Jahr hat mir leider der, ich weiß nicht was für ein Tier, aber entweder ein Fuchs oder ein Marder hat mir den Hühnerstall ausgeraubt, weil wir vergessen haben, dass die Hühnerklappe zuzumachen, aber dann habe ich mir wieder durch einen Bekannten, einen Freund, eine elektrische Hühnerklappe gekauft, wo die Hühner sind ja schlau, weil wenn es Abend wird, wollen die in den Stall gehen, weil man sagt ja, mit den Hühnern geht man schlafen und mit den Hühnern steht man auf. Das ist, die Hühner gehen eher zeitiger in den Stall, wo es noch hell ist
und stehen aber in der Früh auf. Und ich bin kein Frühaufsteher, jetzt die elektrische Hühnerklappe geht mit Lichtsensor. Und wenn es dunkel wird, geht die Klappe zu und es kann kein Fuchs oder kein anderes Tier rein, weil es zu ist. Natürlich kontrollieren muss man immer. Und in der Früh, wenn es hell wird, geht die Klappe auf. Es ist mit einer Spule, mit Seil, da fährt das hinauf. Es war ganz toll. Mein Bruder hat mir geholfen, das zu montieren. Und da haben wir ein Blech gekauft. Wir haben so einen Blechschieber. Und das muss ich erzählen, weil das ist ganz interessant, weil ich habe Mechaniker gelernt. Und da haben wir, mein Bruder kauft die Klappe, ich sage ihm, nimm das mit von Zwettl, von Eisenhof, und dann hat das nicht die Spule, das geht sehr, das ist eine Klappe 30 mal 20 circa, und die war so schwer und das hat das nicht hochgezogen, die Seilwinde, die kleine. Sage ich, Hubert, wir müssen das Blech wägen. Er sagt, wie kommst du auf so eine Idee? Sage ich, das ist zu schwer. Und dann hat das ganz schön lange gedauert, bis dass wir das ausgefuchst haben, weil wir eine größere Hühnerklappe haben wie normal, dass das so funktioniert, wie es jetzt geht. Und dann muss man ganz schön düfteln und herumprobieren, bis das alles so ist, wie man es will. Und da muss ich schon sagen, jetzt schaut das schön aus. Aber bis das so weit gekommen ist, wie es jetzt ist, es hat viel probieren und wieder forschen und wieder anschauen und wieder probieren und wieder beobachten, hat schon ganz schön lange gedauert, dass man dann Erfolg hat. Ja. Mir ist natürlich ein bestimmtes Wort aufgefallen, was du da gesagt hast, das was vielleicht untergegangen sein könnte, aber die Menschen haben es gehört, und zwar, du hast eigentlich eine Qualität von einem Wildtier genommen, weil das hast du ja gesagt. Weißt du noch, was das war? Ja, entweder Fuchs oder ausgefuchst, ja, also das heißt, du hast uns mitgeteilt, dass für die eigentlich die Tiere, der Fuchs, natürlich extrem schlau ist, und dann hast du gesagt, dann haben wir das ausgefuchst und dann hat es geklappt. Ne? Also ich möchte damit nur sagen, dass die Menschen auch verstehen, die Biobauern oder die Alternativbauern, wie es halt genannt wird, das sind ja beide Bauern, und da ist ja kein Unterschied, das ist ja nur für unseren Staat und für die EU, das ist ja so gemacht, damit man in einer Schiene drinnen ist und dass sie besser was kontrollieren können und natürlich Speisen und Produkte zu erzeugen und ja, was unterbringen, was man nicht unbedingt erzeugen sollte, und dafür gibt es halt auch noch an diese zwei Sparten. Und man kann da besseres Geld machen. Jetzt dazu, in der Landwirtschaft ist es ja, nehmen wir den Milchpreis her. Wir haben ja das jetzt alles gesehen, was da passiert ist bei dem Milchpreis. Du hast ja keine Milch, du kaufst dann Milch. Warum? Ja, warum kaufe ich die Milch? Weil ich bin ja nicht nur alleine, wo ich meinen Hof habe, mein Bruder vertritt mich, wenn ich nicht hier bin, und wir sind ja insgesamt 7 Geschwister, und das hat sich so... Aber die 7 Geschwister sind nicht am Hof. Nein, die sind nicht am Hof, aber wenn ich eine Vertretung brauche, dann helfen sie mir, und das ist gut, und dann entwickelt sie dich, und das will ich gleich von der Landwirtschaft allgemein sehen, ob das Bio oder konventionell ist, das ist ganz gleich. Das Problem in der Landwirtschaft ist die Leute. Früher hast du von einem Hof wie uns, einer ist mit 22 Hektar, 13 Hektar Landwirtschaft und 9,5 Hektar Wald, hast du leben können. Das heißt, du hast dich finanzieren können. Heute ist das immer schwieriger, weil Maschinen, die Krankenkasse, was zu zahlen ist für den Betrieb, die Kosten, die Fixkosten, was sind so gestiegen, und die Preise sind in Wirklichkeit noch nicht gestiegen. Darum gibt es ja die Ausgleichsförderung, wo die Leute, die Bauern, egal ob bio oder konventionell, sehr kämpfen mit dem Preis, wie sie das schaffen, dass sie den Hof erneuern können, nicht nur halten, sondern nicht nur von der Substanz leben, sondern auch, dass man investieren kann, was neu machen, wo man sagt, da kann man leben, und das ist in der Landwirtschaft überall das Schwierige, weil drum sind auch viele, wir müssen Hektar zupachten, und die Fläche können wir nicht vermehren, die wird eher weniger, weil ja
in Tag in Österreich 22 Hektar Grund verbaut werden an landwirtschaftlichen Nutzgrund. Ja, diese verbaute Flächen, ne, die wird uns nur im Kopf fallen, wenn das in der Landwirtschaft, nehmen wir nur euch einen Ort her, da sind dann die Felder, die werden asphaltiert, dann kommen Häuser dazu und das Wasser wird verändert, der Grundwasser, das Bach wird verändert. Ja, das ist so und man kann auch schon bei uns im Waldviertel, wir haben nur einen kleinen Vorteil. Es ist nicht so attraktiv wie rund um Wien oder Linz oder die größeren Städte. Und das ist ein kleiner Vorteil für die Bauern, weil da ist der Grund noch nicht so teuer. Gehen wir zum Milchpreis zurück. Was wäre deiner Meinung nach ein Preis für die Milch, wo der Bauer aus seiner Landwirtschaft, Milchlandwirtschaft, nehmen wir jetzt einmal her, nur das, dass der leben kann, sich in 3-4 Jahren so viel erwirtschaften kann, dass er einen Traktor kaufen könnte und auszahlen kann und trotzdem noch Geld für Notlösungen hat, wenn was Unvorhergesehenes passiert, damit das endlich damit er nicht zu Grund geht und nicht abhängig ist noch von anderen, die was diktieren. Lassen wir die Förderungen einmal ganz weg, weil die Förderungen sind ja nur eine Kontrolle, damit ja nicht mehr ist. Ja, mit dem Milchpreis, das ist natürlich eigentlich, ich würde das Wort eigentlich auch nicht sagen, aber die Milch ist ein schwieriges Thema, weil ich finde einfach, ein Milchbauer in einer Region, wo ich alles mit einer Maschine bewirtschaften kann, das heißt, in einer Ebengegend, wo sehr früh, wie zum Beispiel da herunten am Stehen, da wird er sehr oft gemäht. Ich glaube, ich meine, bis zu 6-mal, das ist im Waldviertel nicht möglich. 6-mal? Erklär mir den Grund einmal. Oder erklär uns den Grund, wieso das 6-mal. Mann, da kann ja nichts mehr drinnen sein. Naja, sei dazu so, die Landwirtschaft ist ja sehr industrialisiert schon. Und da darf man nicht vergessen, weil man halt ein sehr junges Gras mäht und die Tiere füttert, da ist halt sehr viel Eiweiß drinnen. Und das Eiweiß, was im Gras drin ist, wenn das noch nicht überständig ist und alt und ausgewachsen, hast du natürlich eine hohe Milchleistung. Ob die Milch dann von der Qualität her besser ist oder nicht, das lassen wir mal. Aber auf jeden Fall ist dann auch so, das Gebiet, wo man oft mähen kann und wo die Flächen eben sind, wo sie mit Maschinen alles etc. machen kann, dann tust du natürlich leicht gegenüber dem Bergbauern. Weil was macht der Bergbauer? Was kann der? Der kann keinen Ackerbau nicht betreiben, weil es zu steil ist, weil es die Erde anschwappt, weil kein Mähdrescher nicht hinfahren kann. Und lauter so Geschichten. Darum sage ich, meiner Meinung nach wird das nie erwähnt, es wird nur immer gesagt von der Milch, aber meiner Meinung nach ist es sehr schwierig, weil in einem Gebiet, wo sehr bergig ist und sehr hügelig, der hat ganz mit anderen Voraussetzungen zu einem Rechner wie in einer Gegend, wo es Harlem ist. Wie ist dann die Qualität? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bergbauern hernehme, der was halt 700, 800 Meter ist und noch höher, natürlich ist dann das Gras und das ist anders. Das heißt, es sind andere Kräuter dort. Die Tiere essen natürlich auch was anderes oder fressen was anderes, wie unsere Sprache ist bei der Nahrungsaufnahme von den Tieren. Wenn ich da jetzt die Qualität von einem Bergbauern hernehme und die Qualität der Milch von einem Land herunter, wo es so 5-6 Mal gemacht wird, wie schaut es da aus? Naja, natürlich, man muss ja auch rechnen, in den Bergen ist ja die Bodenbeschaffenheit ganz anders, da wie wo es flach ist, weil wo es meistens flach ist und die, wo es von der Seehöhe nicht sehr hoch liegend, da ist ein anderer Boden, da ist ein eher ein lahmiger, ein schwerer Boden, während die Bergen, da ist eher mehr steinig, eher sandig. Und darum sage ich einmal, ich kann das nicht so in einen Topf schmeißen, Milch und Milch, weil die Milch, was der in der Emmengegend produziert, der kann natürlich eine andere Menge produzieren, wie der in den Bergenlagen. Und da kannst du auch alles erweitern, weil da kann man Fördergrässer machen, Zusammenlegen. Das ist in den Bergen nicht möglich, weil da ist ja Wald dazwischen und da ist ja steinig. Aber was muss dann der Bergbauer verdienen, weil der hat ja nicht die Menge. Naja, was soll dann die Milch kosten von der Qualität her? Weil es ist ja, nehmen wir mal an, eine ganz gute Qualität, weil ja so viele verschiedene Kräuter sind, die was in kurzer Zeit viel Energie
eingemessen in ihr Wachstum und das, was den Tieren natürlich durch die Blüte das alles zur Verfügung steht. Ja, ich will mich mal gar nicht so festlegen auf den Milchpreis aus dem Grund, weil nämlich der Milchpreis, die einen sagen, Biomilch kostet 40 Cent, die einen sagen, muss 50 Cent kosten. Es geht ja darum, wie der Betrieb aufgestellt ist, weil ich sage mal, ein Traktor, sage ich mal, mit 60 PS kostet ungefähr zwischen 35 und 60.000 Euro. Und da ist ja dann genauso, wer schreibt dann vor, was für einen Traktor muss man kaufen. Aber eins muss ich schon dazu sagen, denn die Bergbauern sind natürlich sehr benachteiligt, weil die Maschinen für die Bergen sind nur um einiges teurer als wie für den Flachland. Und da denke ich mir eigentlich, die Industrie kann eigentlich froh sein, dass die Bauern so einen Willen haben, das zu bewirtschaften, dass die dann mehr kaufen, wo sie komplett meiner Meinung nach überteuert ist, dass die eigentlich ein Geschäft machen. Für das, dass der die Landschaft pflegt, bewirtschaftet und dass die Industrie die Maschinen verkaufen kann. Gut, Martin. Wir haben heute im 11. Juni und ich habe so mitgekriegt, durch das, dass wir zwei öfter reden und dann sehe ich unser Nachbar, das ist ein konventioneller Bauer, der hat jetzt die Milchwirtschaft aufgegeben, weil er gesagt hat, es geht nicht mehr. Er muss Stall bauen, Freilaufstall bauen, das muss er machen, das erwirtschaftet er nicht mehr. Er muss auf der sicheren Seite bleiben, wenn etwas schief geht, dass er auch was zahlen kann, weil einen Kredit nimmt sie ja nicht auf, weil er möchte sich nicht in die Abhängigkeit begeben, damit die noch vorschreiben können, was sie ist. Und was ist da die Frage? Was sagst du dazu? Ja, ich packe einen Kredit nicht und ich kann das natürlich auch unterstreichen. Das Schwierige ist natürlich, was mich heute betroffen hat. Ich habe ja Finanzgeschichte, habe mir Finanzamt, ich habe da mal von der OMV eine Entschädigungszahlung gekriegt und das war für mich schon erschreckend. Nach 6 Jahren kommt das Finanzamt her und schreibt mir eine Zahlung vor, wo ich mich nicht auskennt habe, aber ich hab Gott sei Dank, einen kennt, der was sich da auskennt hat. Das heißt, du hast Freunde gehabt, die was Freunde auskennen. Und der Finanzamt, das will ich dazu sagen, hat mir eigentlich nicht das gesagt, was ich braucht hätte. Der hat nur gesagt, ich muss das zahlen und frage einen Steuerberater. Eigentlich wieder eine andere Organisation. Und wenn ich den Freund nicht gehabt hätte, der was mir das gemacht hat, hätte ich in Verhältnis viel Geld gezahlt, wo sie ihren Gesetzestext ausgesucht hat, wo ich dann das nicht zahlen habe gebraucht. Und mit denen sehe ich, haben viele Bauern zu kämpfen, wo jetzt zum Beispiel der Einheitswert angepasst worden ist, weil halt irgendwer was erfunden hat, wo man halt mehr zahlt, was aber nicht nachvollziehbar ist. Und da, wo es vielen Bauern schlecht geht, weil die sagen, ich kann bald meine Sozialversicherung nicht mehr zahlen von dem, was ich verdiene. Ja, na, das ist natürlich ein Horror-Szenario für diese Menschen, was in diesem Bereich sind. Ich gehe aber zurück, weil du gesagt hast, du hast nach 6 Jahren Finanzamtszahlung machen müssen. Der Grund dieser Zahlung war, weil eine Gasleitung gebaut worden ist über den Grund. Sie haben noch dort den Grund verändert, aufgearbeitet. Und damit der Bauer, weil er dadurch einen Schaden hat, kriegt er dann eine Entschädigungszahlung von dem, was da durchgekommen haben. So, du hast jetzt in diesem Zeitraum durch keine Ernte nichts gehabt, nachdem ist die Entschädigungszahlung dazu ausgerechnet worden und die hast du dann gekriegt. Und nach 6 Jahren kommt das Finanzamt her und sagt, mein lieber Freund, du hast da Geld gekriegt, das ist in deinem Verdienst dazu und du musst noch überrennen. Das heißt, die mischen nachher mit, weil du eigentlich ja, keinen Verdienst nicht gehabt hast, aber weil die dir nachher Geld geben, weil es eine Geldleistung ist, hat das für dich natürlich Nachteile gehabt. Ja, sicher, weil erstens einmal habe ich mich da sehr kümmern müssen darum, was da jetzt wirklich die wollen und was da angeht. Und in Wirklichkeit war dann für Entschädigungszahlungen braucht man keine Einnahme nicht zahlen. Und das war eine Entschädigungszahlung und keine Einnahme. Und da muss man halt beim Finanzamt sehr aufpassen, wo man halt sieht,
Sie wollen natürlich Geld, weil wir Steuern zahlen dürfen und müssen. Und da denke ich mir, der Bauer sollte auskennen mit der Natur, sollte wissen, wann er anbaut, was er anbaut und sollte noch Marketing auch machen. Und das sehe ich einfach, das wird vielen zu viel. Naja, ein Bauer ist von der Früh bis auf die Nacht beschäftigt mit dem, was er produziert, damit das alles gesund bleibt, damit das funktioniert. Jetzt muss er sich mit Wirtschaftsfragen auseinandersetzen, was andere schaffen, damit die ein Geld verdienen, was aber nicht seine Welt ist. Ne? Jetzt muss er das lernen, er ist ein Zerrissener. Auf alle Fälle. Und das Ganze ist halt, was halt mir auffällt, ist, an anderen Berufskollegen auch natürlich, hat er dann so viel zum Tun. Ich merke es bei mir auch, gut, dass ich ein paar gute Leute kenne, sage ich mal, die was mir da geholfen haben. Du weißt gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist, weil die wollen das, die wollen das, die wollen das. Nach was sollst du richten? Und dann brauchst du Maschinen, dass das schneller geht und da bist du eigentlich in den Hamsterrad drinnen, wo du dann bald gar nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist und bis du es dann zum Stehen bringst. So, jetzt gehen wir aufs Hingemachte. Das heißt, jetzt werden wir scharf. Nicht? Weil die sitzen wir ja da. Wir wollen ja was verbessern für die Menschen, die was diese Nahrung kaufen, für die Menschen, was die Nahrung produzieren, was immer das ist und gut. Und die eine Frage, was du gesagt hast, wo ist die Frage drinnen, die gebe ich dir jetzt direkt. Was ist das für Scheiß, dass die Bauern, damit sie Geld kriegen, zu bestimmten Zeiten nur mähen oder ackern dürfen oder nicht mehr ackern dürfen? Was steht da dahinter? Weil wir haben letztens geredet, dass man gesagt hat, das hast du gar nicht gewusst und jetzt weißt du es auf einmal, weil du halt wo warst und du halt doch gefragt hast. Ja, natürlich folgt es, habe ich einen landwirtschaftlichen Facharbeiter nachgemacht, weil ich ja Mechaniker gelernt habe. Weil mir Maschinen nicht mehr interessiert haben. Der Vater hat gesagt, der ist schon lange gestorben, 20 Jahre. Und der hat gesagt, der hat rechts keine Finger nicht gehabt und der hat das nicht aussehen können, weil er so viel reparieren lassen müssen hat. Jetzt haben wir einen normalen Beruf gelernt, Gott sei Dank, dass man die Welt auch kennt und die Landwirtschaft immer nebenbei mit Brüdern halt so gut wie es möglich war gemacht hat. Und dann habe ich die Landwirtschaftsschule gemacht und dann ist ein Deckungsbeitrag einmal ein Vierer gekommen zum Behandeln, Ausrechnen und ich bis 16 Saison in Mähdrescher gefahren und dann fragt man so, was sind die Preise heil, weiß man nicht, so und weil ja viele dann sagen, ja, die Bauern, die kaufen Maschinen und die müssen da Geld haben und ich muss halt schon sagen, ein Bauer weiß nicht, was nächstes Jahr was kostet, aber ich muss im Herbst muss er anbauen für die nächste Ernte und weiß noch nicht einen konkreten Preis, so ungefähr einen Weltmarktpreis weiß man. Aber das kann sich verändern, weil was in 8-9 Monaten ist, das weiß keiner. Aber er muss bestellen, das Feld, dass er weiß, was das ist. Und das ist dann das, wo ich dann auch zum Finanzamt hingegangen bin und sage, ob der einen Deckungsbeitrag ausrechnen kann. Und sagt er, sicher. Und dann habe ich gesagt zu ihm, warum wird dann so viel Steuer verlangt? Und da muss ich sagen, da hat es die Bauern selber auch. Weil die Pachtpreise zahlen, wo es nicht mehr erwirtschaftbar sind und jetzt ist der Hund, was ist. Dann gibt es eine Biogasanlage, die zahlt dann über den regulären Pachtpreis, was gar nicht mehr erwirtschaftbar ist, weil die aber einen Strom machen und einen Wärmeverkäufer können oder auch nicht oder halt sonst was und wo dann die Bauern ins Schleudern kommen und wo die Industrie dann Grund kauft und Preise, was nicht mehr real zum Erwirtschaften ist in der Landwirtschaft. Und das ist dann, wo alle Schleimern kommen. Mhm. Zurück zu den Terminen von Mahr und von Ockern. Ja, es gibt natürlich einen Ölpool, das wird von einer Arme halt. Was ist das? Ölpool, das nennen sie eine Maßnahme. Ah. Und das ist, das Ölpool ist halt für das da, man muss das. Oder man darf das einholen, wenn man Geld will von der Arme. Aber ohne Arme geht es halt leider nicht mehr. Weil das ist halt so gemacht worden, dass das halt so ist, wie der Herr van der Bellen gesagt hat, Arbeitsplätze schaffen und die müssen erhalten werden.
dass man dann auf die Kammer hingehen darf. Da darf man dann den Antrag angeben. Die bearbeiten das, weil die Leute kennen sich ja nicht so aus, die Bauern, mit den ganzen Geschichten, weil da, wenn du das machen willst, dann musst du dich sehr intensiv beschäftigen und wer macht dann die Arbeit? Wie kannst du das dann finanzieren? Musst du dann eine Arbeit einstellen oder wie geht das dann? Also wie kann man das nicht leisten? Jetzt hat man dann wieder wen und dann geht man dann hin und dann tut man alles schon gehen. Mit Bauernkammer, einmal Bio, Kontrollstuhl, dass das auch die Vorschriften eingeholt sind, Papier, Aufzeichnungen und die ganzen Geschichten. Und dann ist aber dann noch das Wetter auch, weil dann muss es schön, dann muss es ringen und du kannst aber in der Landwirtschaft nur Großteils arbeiten, wenn es schön ist oder wenn es trocken ist. Und da sind so viele Faktoren, wo du das weder berücksichtigen musst, was sie andere Leute nicht haben, weil wenn der im Büro sitzt, ob es regnet oder schneit oder sonst was, ist er völlig wurscht, weil der kann immer seinen Computer bedienen und das ist aber das Geld in der Landwirtschaft nicht. Was war jetzt für Kritikpunkt für dieser AMA, damit du eine Maßnahme erfüllt hast, was du Geld kriegst oder wo? Du hast mal was gesagt von Sauerstoff zum Beispiel oder von Wiesenmann. Ab 15. Juni oder Juli darf man erst eine bestimmte Wiesenmann, weil da irgendwas auch wieder weggefällt oder. Ja, das ist ja so. Ich habe ja keine Raufutterverzehrer mehr, das heißt keine Rinder mehr. Ich verkaufe das Heu. Gott sei Dank kauft es noch mehr, weil das wird ja immer schwieriger. Das heißt, die, was Milch betreiben, die sind auf Leistung gedrillt, weil der muss ja viel Liter verkaufen, weil der Preis so tief ist. Das heißt, wenn der später mäht, hat er keine so gute Eiweiß, also da ist nicht so viel Eiweißgehalt drinnen in deinem Futter, wenn er später mäht. Natürlich, die Arme macht es so, der, was später mäht, kriegt mehr Geld. So, du kriegst das Geld, wenn du den Termin einhältst, aber du verdienst nicht mehr Geld mit der Milch. Das ist jetzt ein wenig eine schwierige Sache, weil was machst du? Das Wetter ist schön, du könntest planen, aber der Termin ist noch nicht da. Ich bin auch noch nicht gehängt, darum habe ich auch Zeit. Mir tut natürlich auch sehr zu, weil ich denke mir, es war super schön, aber ich kann nicht planen. Aber ich weiß nicht, was in 14 Tagen für Wetter ist, das kann ich ja nicht sagen. Der Termin ist dann fix, da kann ich dann planen, aber wie es Wetter ist, das weiß ich nicht. Und das ist das Schwierige, wo die Bauern dann kämpfen. Auf der einen Seite brauchst du Geld, aber auf der anderen Seite war es wieder, weil da war das geschehen war, weil du nicht weißt, was in 14 Tagen ist. Also mit einem Wort, die Hammer ist dazu da, damit der Bauer wieder der Natur wirtschaftet zugunsten der Hammer und das, was die Förderungen hergeben. Ja, auch, aber man muss auch sagen, die Hammer ist schon dazu da, weil zum Beispiel die Maßnahmen, wenn du jetzt zum Beispiel für das Hektar um 50 Euro mehr kriegst, weil du später machst, ist ja natürlich der Natur geholfen, weil die Insekten, habe jetzt im Fernsehen, ich schaue mir viele landwirtschaftliche Berichte an, die Insekten einfach können sie mehr holen, weil das Gras ja länger steht, weil die Industrialisierung ist ja Fluch und Segen, das muss man schon dazu sagen, weil ich fahre gern mit neuen Zeigern von der Landwirtschaft, weil einfach was weitergeht und macht dann Spaß. Aber frierst sein Hest das nicht dauert, weil es die Maschinen nicht gegeben hat. Da hast du einfach gar nicht das machen können, weil es nicht gegangen war. Weil das mit den öden Maschinen und den Mähwerker, da hast du nicht in der Zeit das machen können, weil das ist nicht gegangen. Gut, ich kann mich ja nur erinnern, wie wir in die Strohmandel und auf die Heuschuppen und bei den Glät-Dinge, da wo der Glät gemacht worden ist, wo wir unten durchgekreuzt sind, das war ja für uns ein wunderbares Spielwesen. Wenn ich das heute anschaue, das ist ja alles nicht mehr da. Man hat auch diesen Heugeruch nicht mehr, man hat auch diesen Wettergeruch nicht mehr in diesem Sinn drinnen. Das ist alles weg. Das ist natürlich, ja. Ja, und das Ganze ist halt so, wenn halt, da sind ein paar Faktoren. Das Wetter ist einmal ganz ausschlaggebend für den Bauern. Egal ob schön regnet oder schneit sonst irgendwas, du bist einfach abhängig von Wetter. Du kannst sehen, was will. Dann ist das nächste Geld mit der Rahmen, du brauchst das. Weil von der Deckungsbeitrag in konventioneller Landwirtschaft den Getreidebau pro Hektar 30 Euro bleibt. Wie willst du dann einen Traktor um 50, 100.000 kaufen?
Also bleibt da nichts anderes über, als dass du die AMA-Förderung nimmst, wenn du nicht wo eine andere Einnahme hast. Und ich muss halt schon sagen, ich kenne kein Unternehmen außer ein Bauern, die was arbeiten gehen und stecken das Geld in die Wirtschaft, dass die Wirtschaft rennt, kauft von Arbeiter Geld an Traktor, dass er wirtschaften kann. Also in Wirklichkeit ist das krank. Aber es passiert so. Und dann funktioniert aber auch die Industrie, weil der kann ja einen Traktor bauen, weil ja der Bauer den Traktor kauft, nicht von Milchgeld, sondern von der Arbeitergeld. Und das ist sehr seltsam, muss ich sagen. Weil ich kenne kein Unternehmen, der was woanders dann nur ein Unternehmen hat, dass er das finanzieren kann. Oh. ist ja lachhaft, das hast du schon gesagt, das ist ja krank. Aber wer hat diese Krankheit geschaffen? Ja, ich denke mir mal, das war die Politik, weil die Bauern haben nicht gesagt, wir brauchen Arme. Also da kann man darüber nachdenken, liebe Politiker. Wenn sie eine Krankheit erschafft, die was den Bauern dazu zwingt, dass er arbeiten gehen muss, dass er mit dem Arbeitsgeld die Landwirtschaft erhalten kann, und wenn er das nicht ist, wenn er krank ist oder wenn alles andere ist, runtergefahren wird, die Landwirtschaft er immer mehr arbeiten muss, damit er das erholen kann, dann werden diese Gründe weg sein. Ob das gewollt ist für andere Konzerne oder wie immer. Nehmen wir mal jetzt ein Beispiel. Du hast ja Bekannte, die was Kunstdünger kaufen im Frühjahr. Hat der da schon was eingenommen oder noch nicht? Nein, aber da ich ja die Ernten habe sich, da ich ja schon 16 Saisonen Drescher gefahren bin, also mit Dreschen, Ernten im Sommer, da macht man sich halt ein Bild, weil man drischt ja oft dieselben Bauern, dann kennt man schon diese Felder und dann hört man, du, hey, hat es nicht so passt, weil der Saum war nichts oder zu viel geregnet hat oder zu wenig war es so gut. Warum hast du dann aufgesagt? Naja, sonst kriege ich ja gar nichts. Und das ist jetzt das teuflische Spiel wieder. Wenn man das aufrechnet von konventionellen Landwirtschaft auf eine Biolandwirtschaft, dann wird es halt eng, weil einfach man sieht, die Kostenrechnung passiert auch so, der Bauer ist gewöhnt, dass er kauft und investiert und dann schauen wir mal, was wir kriegen. Das macht ein anderes Unternehmen nicht. Da schaut einmal, was schaut aus und dann machen wir. Und das ist halt das, wo halt ich sehe, dass viele Bauern halt, vor allem die, was dann Nebenerwerb auch noch wirtschaften, die sind halt nur froh, dass er Grund und Boden am Haus bleibt und dass er hergeht. Und das sind genau die Sachen, wo man dann mit dem Finanzamt zu tun hat, weil die sagen, du hast was eingenommen, von wo ist das Geld her, oder viel und noch gar nicht so wissen, was da angeht, wo ich dann jetzt, weil mir das widerfahren ist, mit anderen reden und sagen dann lieber die Bauern, ich zahle das, dass ich mehr Ruhe habe. Ich will mehr Ruhe haben und dann sollen sie das haben, weil da kommt ja nur was Vierer kommen. Ja, und das sind dann die Steuerprüfungen oder da hört man dann nicht viel. Und wie es jetzt den Deutschen haben, so einen Bericht sagt, die haben, da war 30 Jahre eine Melkerin, ich weiß nicht mehr genau, wie groß der Betrieb war, aber wenn eine Melkerin ist, da muss es schon dementsprechend sein. Und der Bauer hat gesagt, ich kann mir das nicht mehr leisten mit 31 Cent Milch, weil er muss 36 kriegen, aber es wird so viel erzeugt, wird er gesagt, das kann man gar nicht nachvollziehen, weil ich weiß ja gar nicht, von wo die Studien herkommen, weil auf der einen Seite spielen so viele Betriebe zu und dann haben wir zu viel, ich verstehe das einfach gar nicht mehr. Und das ist ja eine ganze Zeit auch, wenn jeden Tag 22 Hektar Grund in Österreich verbaut werden und ist noch immer zu viel da, wo ist denn das dann? Das verstehe ich nicht, weil die Hektar, was man von Hektar ernten kann, von Getreide, die steigt nicht mehr, die kann nicht mehr steigen, weil wir sind am Ende. Ja. Ein Jahr ist besser, ein Jahr ist schlechter. Ja. Gehen wir zurück auf das. Der Bauer gibt, bevor er irgendwas machen muss, ein Geld aus. Ja. Wie viel? Das kommt darauf an, wo es halt in seinen Ermessen, wo er glaubt, weil das weiß ich ja nicht, wo er sagt, das muss ich hinstreuen am Kunstdünger, dass das wächst, weil
die Ernte ist erst dann, wenn man trischt. Und da weißt du nicht, hat es viel gerinnt. Wenn viel rinnt, dann ist natürlich, wächst viel, aber dann ist der Preis unten. Ich kann mich noch gut erinnern, voriges Jahr habe ich getroschen, mein bester Weizen war Eckenburg, 9000 Kilo am Hektar. Habe ich zu den Verwalter gesagt, war ein Gutsbetrieb, sage ich, wenn verkaufst du das? Hast du überhaupt schon alles verkauft? Und er hat gesagt, du nein, weil ich habe nur verfolgt schon einen Ling. Ich weiß gar nicht, wo ich den hinverkaufen soll. Wir schauen einmal, was der Preis ist, was der Weltmarktpreis ist. Sag ich, aber in Grundsdingen hast du gekauft und du hast genau gewusst, was er kostet. Hat er gesagt, ja. Sag ich, ich verstehe das nicht. Warum er was kauft, weil ich das Folge noch gar nicht verkauft habe, dann kaufe ich einen Dünger, wo ich das gar nicht weiß, ob ich das verkaufen kann. Das ist für mich einfach. Und viele Bauern zu machen, sagen sie, ja, das machen die EU, das machen die Jama, machen die Lagerhäusler, macht der Großkonzern für die Getreidehändler, wo die Bauern eigentlich wirklich mal hinbringen. Wir schauen einmal, was wir kriegen. Du hast einmal eine Anzahlung und wenn es passt, kriegst du noch mehr und wenn nicht, dann war's das. Wir haben natürlich jetzt nur mehr knapp 10 Minuten. Und was ist deine intensive Botschaft an den Menschen, unabhängig ob Bauer, unabhängig ob Arbeiter, unabhängig ob Regierung, unabhängig von den Wirtschaftstreibenden und den Menschen, was sagen, ja, ich kann nichts machen in der Welt, es soll sich was verändern, aber ich kann nichts machen. Weil sie das ja so denken. Aber du, bei dir ist es ja so, du musst irgendetwas machen, wenn du siehst, es geht nicht. Du kannst nicht warten, bis es das ist, da ist Weg. Also hast du eine bestimmte Lebenserfahrung aus der Natur aus, um das, um deinen Betrieb zu erhalten, wie du es übernommen hast, auch zu verbessern und schauen, damit es nicht runterfährst. So wie unsere Politik halt unseren Staat runterfährt, das Volk mit runterfährt und dann dazu verdonnert, weniger kriegen, mehr arbeiten und das Geld geht weg. Was ist deine intensive Botschaft und was ist dein Rezept womöglich dazu, dass die Menschen, die was sagen, ich kann ja nichts tun, dass die auch wissen, dass sie was tun können? Ja, was hat man, mir natürlich auffällt, ist durch meine langjährige Drescherzeit die Felder. Die Felder sind einfach ein Wahnsinn, weil ich sehe speziell in Waldviertel, es ist nichts zusammengelegt. Du fährst viel auf der Straße, wo viel Diesel auf der Straße bleibt und nichts geschehen ist. Und vor allem, weil ich das gelernt habe von Deckungsbeitrag, wir brauchen keine so riesen Felder, nicht wie in Norddeutschland und alles. Aber eins muss man schon sagen. Es gibt von Staat, das kann ich auch sagen, weil ich ja ein Gründer von Kommissieren bin, das heißt, von Staat werden 70% zahlt für Gründe zusammenlegen, neu vermessen, neue Wegen machen und alles, da wird 70% gefördert. Und da ist der größte Streit bei den Bauern, weil der eine den anderen nichts vergönnt, dass der auch geschickter hat. Und wo dann ein Riesending ist, wo ich sage, von System kriegst du Geld, für das System ausschaltet, das heißt, du kannst nicht mehr streiten wegen den Grundgrenzen. Weil das ist vermessen und dann steigt kein Rechtsanwalt nicht ein, weil es von Staat vermessen ist und das ist halt gemacht. Und ich kann beobachten, die Ortschaften, was kommissiert sind, sind wirtschaftlich alle besser drauf. Weil einfach das geschickter gemacht worden ist. Und der Zusammenhalt von den Bauern ist halt in manchen Ortschaften ist ganz super und in den anderen ist wieder katastrophal. Das sieht man, wenn man mit dem Mähdrescher fährt. Der ist groß, der ist breit, das was geht. Und in Wirklichkeit fahren wir nur auf den Weg spazieren, weil man nicht hinfahren kann, weil keine Wege nicht sind, weil nichts angepasst ist der heutigen Maschinenlage. Dafür. Und da sieht man einfach, dass die, ich habe auch keinen Hof, wo es rund ums Haus ist, aber der, was alles rund ums Haus hat, der weiß gar nicht, was er hat. Und dann ist das nächste die Vermarktung. Die Bauern kaufen sich nichts an untereinander. Das ist auch das Schlimme. Das sehe ich bei uns in Ort, da wird Milch im Geschäft gekauft und da kauft man ein Geschäft und der andere verkauft es auch irgendwo hin wieder wo, und da wird untereinander nichts gekauft. Und das ist eigentlich das auch, wo kein Zusammenhalt nicht ist. Das ist,
Das sieht man in ganz vielen Ortschaften, die Bauern leben auch nur nebeneinander, haben den Grund, aber sie machen ganz wenig miteinander. Es gibt immer nur ein paar und dann müssen sie von einer anderen Ortschaft wieder, der über die andere Ortschaft vernetzen, dass die was miteinander machen, weil die im Dorf so, weiß ich nicht, neide, geizig, sonst wo, das fällt mir sehr auf, aber das ist sicher ein großes Manko, wo die Leute nicht immer schon springen. Sind die Bauern, also jetzt spreche ich die an, bist du gierig oder sind die anderen gierig oder sind die Bauern nicht gierig? Ja, ich würde das von mir gar nicht so sagen, weil das kann ich nicht so beurteilen, weil selber sagt man, ich bin nicht gierig und dann sagt der andere, du bist gierig. Also ich denke mir mal, ich kann das nicht von mir behaupten, weil das kannst nur du sagen, Franz, ob ich gierig bin oder nicht. Aber ich denke mir mal, es soll ein Austausch sein, wo auch jeder zufrieden ist, wo er sagt, okay, mit dem kann ich leben, weil ich das gebe oder den hilft oder der hilft mir oder ich kann von deiner Maschine ausleihen und ich muss mir das nicht kaufen. Das ist das, wo die Leute zwingend schauen auf die anderen und weil sie auf die anderen nicht schauen, haben selber nichts. Das ist halt, was mir auffällt. Dann werden dann so viele Maschinen gekauft, also scheinbar am Donau, die bauen nur Geld. Und wenn einer, wo halt auf Deutsch scheißen geht, das halt nicht mehr kann, dann kaufen die Nächsten dann auf, weil er wieder, wo er Geld verdient hat, wo man das dann nicht mehr nachvollziehen kann. Ja, Martin, du hast weise Worte gehört. Du hast nichts gesagt von der Gier, sondern du hast gesprochen von Respekt und Akzeptanz der anderen gegenüber. Und hast das eigentlich den Menschen mitgeteilt. Respektiert das, was der hat, nehmt ihm das. Aber das von der eigenen Ortschaft ist und akzeptiert das. Und geht nicht weit, weit fort und kauft es, was von Ausland kommt, sondern respektiert das, was da ist. Das gefällt mir. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Dafür möchte ich jetzt eins anbringen. Der Martin Weisinger ist ein junger Biobauer, ein ehrgeiziger Biobauer und er hat keine so große Landwirtschaft. Jetzt ist es wichtig, dass er diese Landwirtschaft ganz einfach gezielter, bewusster wirtschaften tut und natürlich ist das seine Aufgabe, dass er sich informiert. Wir kommunizieren, er ist bei verschiedenen Vereinen dabei, Natur und Wissen macht für einen Austausch. Und er hat heute mit einer Möglichkeit gestartet, kann man sagen, den Menschen sein Wissen preiszugeben. Das heißt, du hast riesiges Wissen, das weiß ich natürlich. Und man kann dir nicht in einer Stunde oder Dreiviertelstunde alles mitteilen. Aber ich bitte natürlich in deinem Interesse die Möglichkeit für Vorträge, dass du eigentlich Vorträge machst gegen einen kleinen Unkostenbetrag, wo deine Fortkosten, deine Unkosten gedeckt sind und deinen Menschen mitteilst, wie die Sachlage ist und dass du ein riesiges Wissen hast, Naturwissen und Wirtschaftswissen, weil dein Leben, deine Landwirtschaft hängt davon ab. Ja, das ist natürlich, und was mir natürlich auch Anliegen ist, die Leute zünden nichts in Wirklichkeit. Wie man so schön sagt, der Politiker redet viel, aber sagt nichts. Und das fällt mir auch auf, weil vielleicht hängt das mit meinem Beruf zusammen, weil ich mich auch nicht gelernt habe. Ich habe schon so viel erlebt bei den metrischen Fahren oder etc. beim Auto, weil das drum nicht funktioniert. Und du musst das zusammentragen und unter Berufskollegen, Bauern oder Mechaniker, wie auch immer das machen, dass das geht. Du erfährst so wenig. Und das ist das Mühselige. Du fährst irgendwo mal dumm und dann sagt dir ein Wort und dann probierst du das aus, weil du denkst, vielleicht ist das. Und dann geht es halt. Und dann sagt die anderen, das haben wir eh gewusst. Aber gesagt haben sie es nicht. Und das ist genau das Schwierige, was nicht nur unter Bauern ist, sondern auch aus anderen Leuten. Ich sage mal, ich bin den Leuten alles Wille. Aber ich will natürlich auch profitieren, aber weil das die anderen nicht machen, das funktioniert, hat das so schwierig. Und da ist halt das, weil die Leute kein Wissen nicht preisgeben, weil der kann mich durchschauen oder kann sich ausrechnen, was er hat. Und weil halt die Leute dann andere nichts verkunden, darum kommt halt mir vier oder beobachte ich halt,
dass dann viel nichts preisgeben. Gut. Deine intensive Botschaft, das sind die Schlussworte von dir und ich möchte mich dann recht herzlich bedanken für das, dass du die Zeit genommen hast und 100 Kilometer quasi da oben gefahren bist, um eine Stunde zu sprechen, Menschen etwas mitzuteilen. Recht herzlichen Dank für Radio Okidok, auch von den Zuhörern, die was zuhören. Und ich wünsche dir einen super Betrieb, der was in deinen Interessen aufgebaut wird, weil ich weiß, deine Fleischqualität, was du hast von deinen Bierschwendel, das ist eine Delikatesse, das Schmalz, das Fleisch, alles. Also das ist, sind ohne Stress geführt, das ist sehr empfehlenswert und ich wünsche dir natürlich auch im Interesse aller Menschen, dass das aufgeht, was wir brauchen, weil du bist ja eigentlich auch der gesunde Halter für viele Menschen, die was gesundes, gutes Fleisch brauchen und darum hei, alles Mögliche, wenn man das kauft. In diesem Sinne bedanke ich mich und deine Schlussworte in Kurzform und wir geben das Mikro dann. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich da sein kann und ein paar Worte sagen kann. Und was mir ganz wichtig ist, die Leute sollen wirklich ehrlich sagen, wo das Problem ist. Nur dann kannst du es lösen. Wenn das nicht ist, gibt es keine Lösung. Und das ist das, was mir auffällt, dass diese Leute nicht machen. Das ist das Allerwichtigste. Danke fürs Kommen. Schönen Dank. Ja, okay, hallo. Jetzt, ich hoffe, euch hat der Film, der Vortrag mit dem Franz Leopold gefallen, wie Martin Weisinger, den Bierbauern, ein paar interessante Fragen gestellt hat. Ich hoffe auch, ihr habt wirklich auch vielleicht echt Ideen und schreibt das unten unter die Kommentare, sodass der Martin und sich ein Bauern nicht nur ihnen geholfen ist, sondern wie rausgehört hätte doch auch der ganzen Region und auch der Natur geholfen ist, weil eben, wer macht, halten die freien Felder offen, wenn nicht irgendwelche Tiere essen oder und so weiter. Wie gesagt, ich bin ja kein Experte. Ich gebe euch einfach ein schönes Portal. Und auch die Ämter und alle, was da angesprochen worden sind, gell? Wie gesagt, ist nicht von meiner Seite aus nichts anklagen, ich kenne mich echt nicht aus, aber vielleicht irren sie sich irgendwo, dieser Herr, und können sie ihm helfen, aber, schauen wir mal, wie es wird. Und, hoffe nächstes Mal wieder bei CryptoTV mit dabei, und auch wenn es auch wieder vielleicht einmal so schön heißt. Aus Salzburg. Das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.